10 Zimmerpflanzen, die für Menschen und Tiere ungiftig sind. Zimmerpflanzen verzaubern uns mit ihren schönen Blüten und eindrucksvollem Blattwerk. Nicht jede Zimmerpflanze ist jedoch ungefährlich. Manche können für Tiere oder Menschen giftig sein, wenn diese verzehrt werden. Bei Kleinkindern oder Haustieren kann dies schnell mal passieren. Umso wichtiger ist es, dass das eigene Zuhause sicher gestaltet ist. Von ungiftigen Zimmerpflanzen geht dann keine Gefahr aus und sie bringen trotzdem die Natur in die Räumlichkeiten und verschönern diese ungemein. In diesem Video haben wir Ihnen 10 ungiftige Zimmerpflanzen, die sich auch für Haushalte mit Tieren und Kindern eignen, zusammengetragen und stellen Ihnen diese hier vor. Ganz kurz vorweg, dieses Video dient lediglich als Inspirationsquelle. Informieren Sie sich gerade als Allergiker oder bei exotischeren Haustieren unbedingt, ob diese Pflanzen wirklich ungiftig für Sie, Ihre Kinder und Ihre Haustiere sind. Der Gelbbaum. Der Gelbbaum, auch Pfennigbaum genannt, ist eine Sukkulente, die Urban Jungle Vibes in jedes Zimmer bringt. Die Blätter erinnern an die Form von Münzen und liegen direkt an den Zweigen des Gelbbaumes an. Bei guter Pflege bildet der Gelbbaum in den Monaten Februar bis April sogar weiße Blüten, die oberhalb der Blattkrone erblühen. Als Zimmerpflanze eignet sich der Gelbbaum sehr gut, da er frostempfindlich ist und somit ohnehin Wärme liebt. Trockenheit, die durch Heizungsluft begünstigt wird, sollte jedoch vermieden werden. Ein heller Standort, der sich nicht direkt über einer Heizung befindet, bietet die besten Bedingungen für ein gesundes Wachstum. Steckenpalme. Die Steckenpalme kann dank ihrer Höhe perfekt als Raumtrenner fungieren oder dunkle Ecken im Raum optisch aufwerten. Der aufrechte und dichte Wuchs kann auch als Sichtschutz in Zimmern Anwendung finden. Die Zimmerpflanzen gelten als robust und pflegeleicht und sind somit auch für jene geeignet, die keinen grünen Daumen besitzen. Die Steckenpalme ist in Wohn- und Schlafräumen gut aufgehoben. Die Luftfeuchtigkeit ist in diesen Räumen auf die Bedürfnisse der Pflanze ausgerichtet. Zudem reinigt sie in den Räumlichkeiten die Luft von Schadstoffen. Die luftreinigende Pflanze kann unter anderem Ammoniak und Formaldehyd aus der Luft filtern. Damit Sie auch wirklich lange Freude an der Steckenpalme haben, sollten Sie bei der Bewässerung darauf achten, dass das Wasser nicht zu viel Kalk enthält. Filtern Sie bei Bedarf Ihr Wasser oder nutzen Sie Regenwasser zum Gießen. Goldtrompete. In der Nähe von Fenstern verschönern Goldtrompeten die eigenen Innenräume und können dem Raum Farbe schenken. Sowohl auf dem Fensterbrett als auch hängend an einer Pflanzenampel wirkt die Goldtrompete stilvoll. Besonders natürlich wirkt sie, wenn ihr Raum zum Klettern gegeben wird. Hohe Plätze in den Wohnbereichen sind wie gemacht für die Goldtrompete. Wichtig ist, dass sie an einem sonnigen Standort angepflanzt wird. Wer möchte, kann die Goldtrompete sogar in einer Hydrokultur gedeihen lassen. In diesem Fall wird auf Erde verzichtet und die Zimmerpflanze wird in Wasser gelegt und wächst in diesem heran. Das macht die Pflanze noch dekorativer und bettet sich in moderne Wohnräume perfekt ein. Schwertfarn. Ein sauberes und reines Raumklima unterstützt der Schwertfarn. Diese luftreinigende Zimmerpflanze verbessert die Atemluft und dient als natürlicher Luftfilter. Optisch verleiht der Schwertfarn jedem Raum einen natürlichen Vibe. Der Wuchs ist überhängend und wirkt in Pflanzenampeln besonders schön. Doch auch als Dekoration auf einem Tisch oder als Arrangement auf der Fensterbank eignet sich der Schwertfarn perfekt. Tatsächlich können die Wedel des Schwertfarns bis zu 1 Meter lang werden. In diesen Fällen wirken die Zimmerpflanzen auf dem Boden oder in Töpfen auf Stelzen besonders dekorativ. Kormorante. Die eindrucksvollen Blätter der Calathea machen sie zu einer der beliebtesten Zimmerpflanzen überhaupt. Blätter wirken wie bemalt und sind immer grün. Haustiere und Kinder können ohne Sorge diese schönen Kunstwerke bewundern. Die Pflege der Kormorante ist jedoch komplex. Sie benötigt regelmäßig Nährstoffe, um einen gesunden Wuchs herauszubilden und auch bei der Bewässerung gibt es einiges zu beachten. Die Kormorante mag keine nassen Füße, sollte jedoch gleichzeitig ausreichend gegossen werden. Feuchte Erde ist zu empfehlen. Hat die Kormorante aber erst einmal die passenden Bedingungen, ist die Pflege auch gar nicht mehr so aufwendig. Pantoffelblume. Eine klassische Sommerblume ist die Pantoffelblume. Ihre mehrfarbigen Blüten in warmen Farben verschönern Fensterbretter und Wintergärten von Mai bis in den Oktober hinein. Die einjährigen Pflanzen benötigen einen hellen Standort, vertragen jedoch kein direktes Sonnenlicht. Fensterbretter mit Südseite sollten somit vermieden werden. Damit Sie möglichst lange Freude an den Pantoffelblumen haben, sollten Sie die Pflanze zudem regelmäßig und kräftig gießen. Kaffeepflanze. Die Kaffeepflanze ist eine tolle Zimmerpflanze für jeden Kaffeeliebhaber. Bei guter Pflege kann sogar Kaffee geerntet werden.
Etwas Ausdauer wird hierfür jedoch benötigt, da die Pflanze sehr langsam heranwächst. Die Pflanze selbst sieht jedoch bereits schick aus und kann jede Küche optisch aufwerten. Kaffeepflanze kann sowohl innen als auch außen kultiviert werden, sie gilt als schnittverträglich und pflegeleicht. Zum Gedeihen benötigt sie lediglich einen hellen Standort sowie konstante Temperaturbedingungen, die Wohntemperaturen entsprechen. In unbeheizten Räumlichkeiten sollte diese Pflanze nicht ausgebracht werden. Die Zimmertanne. Den Wald im eigenen Zuhause haben? Kein Problem. Die Zimmertanne kann im Winter sogar als Tannenbaum umfunktioniert werden und verschönert wirklich jeden Wohnbereich. Pflanzen Sie die Zimmertanne in einem Topf, kann diese bis zu 2 Meter groß werden. Nach oben können Sie die Pflanze jedoch zu jeder Zeit zurückschneiden. In großen Wohnbereichen mit hohen Decken kann sie ihre volle Schönheit entfalten. Wichtig ist, dass die Zimmertanne sich frei entwickeln kann. Sie sollte entsprechend frei in einem Raum platziert werden. Möbel, Wände und Dekorationen sollten einige Zentimeter Abstand zur Tanne haben. Der Pflegeaufwand für diese Pflanze ist moderat. Dank des langsamen Wuchses muss die Zimmertanne zudem nur ca. alle 3 Jahre umgetopft werden. Zwischendurch darf aber gerne regelmäßig gedüngt werden, um die Nährstoffversorge sicherzustellen. Diese ist nicht nur wichtig, um ein gesundes Wachstum zu fördern, sondern auch dafür, dass Schädlingsbefall vermieden wird. Grünlilie. Pflegeleicht ist die Grünlilie in jedem Fall. Sie passt sich dem hektischen Alltag des Familienlebens an und benötigt nur wenig Aufmerksamkeit. In einer Pflanzenampel kann die Grünlilie die Höhen der Räume verschönern. Doch auch in Töpfen wirkt die Pflanze stilvoll und natürlich. Diese Zimmerpflanze gilt als besonders robust und benötigt keinen regelmäßigen Rückschnitt. Lediglich das Gießen sollte nicht vergessen werden. Die Stauden benötigen insbesondere in den Sommermonaten eine erhöhte Wasserzufuhr. Zyperngras. Kinder- oder Wohnzimmer verschönert die pflegeleichte Zimmerpflanze ganzjährig mit ihren immergrünen Blättern, die sich auslaufend in die Länge ziehen. Gleich 2-mal im Jahr beglückt das Zyperngras Hausbewohner zudem mit ihren gelben Blüten. Einmal ab Januar und einmal ab September. Das Zyperngras benötigt zum Gedeihen eine hohe Luftfeuchtigkeit, die vor allem in frequentiert genutzten Räumlichkeiten vorzufinden ist. Auch Bäder können sich als Standort für das Zyperngras eignen. Diese müssen jedoch hell sein und Tageslicht besitzen. Hell und sonnig sollte der Standort somit sein. Jedes helle Fensterbrett bietet sich somit als Plätzchen für das Zyperngras an. Im Winter müssen Sie eigentlich nichts beachten, denn die Pflanze passt sich hier den Jahreszeiten perfekt an. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.